Chemie endlich verstehen, heute mit dem Thema Reaktionsgleichung aufstellen. Grundsätzlich solltet ihr schon mal wissen, was eine Reaktionsgleichung ist. Falls ihr das noch nicht wisst oder nicht mehr so genau wisst, schaut einfach mal in der Beschreibung, da findet ihr noch einen Link zu einer Erklärung, was überhaupt Reaktionsgleichungen sind. Reaktionsgleichungen stellt man immer nach demselben Prinzip auf. Wir machen das heute am Beispiel von Wasserstoff und Sauerstoff, die zusammen zu Wasser reagieren. Am Anfang stellt man immer erstmal eine Wortgleichung auf. In diesem Fall Wasserstoff und Sauerstoff reagieren zu Wasser. Im nächsten Schritt ersetzen wir die Stoffnamen durch Formeln. Dabei solltet ihr euch merken, dass manche Elemente immer als Zweiermolekül vorkommen. So zum Beispiel Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff, Chlor, Brom, Jod und Fluor. Wenn wir nun Wasserstoff durch die Formel ersetzen, stellen wir einfach H2 auf. Im nächsten Schritt Sauerstoff durch O2 und als letztes Wasser mit H2O. Nun müssen wir die Atomanzahl durch Faktoren ersetzen. Grundsätzlich solltet ihr wissen, dass vor der Reaktion und nach der Reaktion immer gleich viele Atome vorliegen müssen, denn durch eine chemische Reaktion können ja keine Atome zerstört werden. Ihr wisst, dass H2 dafür steht, dass ein Wasserstoffmolekül aus zwei Wasserstoffatomen besteht, ein Sauerstoffmolekül aus zwei Sauerstoffatomen und ein Wassermolekül aus einem Sauerstoffatom und zwei Wasserstoffatomen. Wenn wir uns jetzt vor und nach der Reaktion anschauen, finden wir auf der linken Seite zwei Wasserstoffatome, zwei Sauerstoffatome und auf der rechten Seite zwei Wasserstoffatome und ein Sauerstoffatom. Wie ihr jetzt sicherlich merkt, fehlt uns ein Sauerstoffatom. Man könnte auf die Idee kommen und sagen, ja gut, wir ergänzen hier den Index und schreiben einfach eine 2 hin, dann passt das ja. Aber die Molekülformeln dürfen nicht verändert werden, da ja die Stoffe immer eine feste Zusammensetzung von Atomen haben. Das heißt, der Index darf niemals verändert werden. Welche Option haben wir noch? Und zwar, wir nehmen einfach zwei Wassermoleküle. Dass wir jetzt zwei Wassermoleküle haben, müssen wir auch in der Reaktionsgleichung vermerken. Und zwar hier vorne mit einer 2 als Faktor. Wenn wir nun zwei Wassermoleküle haben, haben wir automatisch nicht mehr ein Sauerstoffatom, sondern zwei. Aber wir haben nicht mehr zwei Wasserstoffatome auf der rechten Seite, sondern vier. Jetzt merkt ihr, dass das Ganze irgendwie weitergeht, denn jetzt haben wir hier vier Wasserstoffatome auf der rechten Seite und nur zwei auf der linken Seite. Wir gehen aber nach dem gleichen Prinzip vor. Wie können wir auf der linken Seite aus den zwei Wasserstoffatomen vier machen? Wir nehmen einfach ein Wasserstoffmolekül dazu und haben damit vier Wasserstoffatome. Dadurch, dass wir jetzt hier zwei Wasserstoffmoleküle haben, müssen wir das auch wieder in der Reaktionsgleichung vermerken mit einer 2 als Vorfaktor. Schon ist das Ausgleichen fertig. Nun fehlt noch der vierte Schritt, und zwar müssen wir noch die Aggregatzustände und den Energieumsatz anmerken. Der Aggregatzustand sagt uns, ob ein Stoff gasförmig, flüssig, fest oder gelöst ist. Die Aggregatzustände werden mit folgenden Buchstaben abgekürzt. G steht für gasförmig, L für flüssig, das kommt aus dem Englischen von liquid, S steht für fest und AQ steht für gelöst. Wasserstoff ist ein Gas, genauso wie Sauerstoff auch ein Gas ist. Und dass Wasser flüssig ist, ist den meisten von euch hoffentlich bekannt. Damit fehlt nur noch der Energieumsatz und diese Reaktion ist in diesem Fall exotherm und schon ist die Reaktionsgleichung fertig. Ich hoffe, ihr habt alles verstanden. Im Anschluss findet ihr noch eine Übung zum Ausgleichen von Reaktionsgleichungen. Das ist das, womit man am meisten Probleme hat am Anfang, aber auch das werdet ihr hinbekommen. Bis bald!